unser Fehlerkompensationsalgorithmus gut funktioniert hat, dann begrüßen wir jetzt das Team von Helplingbox. Stimmt das? Yes! Und zwar Max, Felix, Khalid, Jean-Christoph, Timon, Rebecca und Caleb mit der Helplingbox. Herzlich willkommen. Hallo, wir sind Helplingbox. Ich bin Timon. Ich bin Jean-Christoph. Ich bin Caleb. Ich bin Felix. Ich bin Max. Ich bin Rebecca. Und ich bin Khalid. Ich bin der, der euch das jetzt etwas präsentieren wird, die Einführung durchführen wird und hoffe mal, dass es interessant rüberkommt und ja. Was ihr hier seht, hoffe ich mal, ja, da seht ihr einen Fernseher, den wir auf dem Weg zum FabLab gesehen haben. Der stand in irgendeiner Gasse und stand drauf zum Mitnehmen, wahrscheinlich defekt oder ähnliches. Und wir dachten uns, was macht der da? Wieso ist der nicht in irgendeiner Organisation? Wieso ist der nicht irgendwie da, wo er wirklich benötigt wird? Und dann dachten wir uns, da müssen wir was machen. Und dann kam die Helplingbox. Das Helplingbox ist einfach eine Plattform für Organisationen, die wo sie sich eintragen können, deren benötigten Konsumartikel posten können und somit dann die jeweiligen Helfer, die die passenden Produkte haben, anschreiben. Also die Helfer schreiben die jeweiligen Organisationen an und dann kriegen die Ware, also die Produkte, die benötigt werden. Genau, wie haben wir angefangen? Ist ganz einfach, wir haben einfach ein Plakat genommen und erstmal überlegt, was brauchen wir eigentlich für die Website, wie soll die Website aufgebaut sein? Dann haben wir uns in die verschiedenen Arbeitsbereiche eingeteilt, sprich die Leute, die gerne designen, sind ins Frontend gegangen und die gerne viel programmieren, sind ins Backend gegangen. Dann habe ich mich ein bisschen an die Recherche gemacht und habe ein bisschen rausgesucht, was es denn für Organisationen und Flüchtlingsheime in Deutschland gibt und jetzt vor allem in Berlin. Und dann haben wir die Adressen in die Datenbank geschrieben. Ja, und nachdem wir die Dummy-Daten in die Datenbank geschrieben haben, haben wir uns daran gesetzt, die Datenbank und die Website zu verknüpfen. Boah, es ist das Internet ausgefallen. Das Frontend haben wir mit Bootstrap als CSS-Framework gemacht, HTML und JavaScript. Das Backend haben wir mit PHP und die Datenbank MySQL gemacht. So, und wir können euch auch was zeigen. Ich werde euch jetzt erstmal unsere Startseite zeigen von unserer Webseite. Da sieht man zum einen unseren Projektnamen und ein schickes Logo. Unten ist ein kleiner Willkommenstext mit einer kleinen Erklärung zu unserem Projekt und was wir da machen. Und in der, also etwas weiter oben sieht man eine Navigationsbar, bei der man zum einen auf die Startseite gehen kann oder sich als Helfer ausgeben kann oder eben ein Button, um zu sagen, dass man von einer Organisation ist und etwas anfordern möchte. Und dank des Frameworks Bootstrap haben wir das eben auch hinbekommen, dass das alles auf einem mobilen Endgerät klappt, indem sich das Layout anpasst. Das würde ich hier gerne einmal zeigen. Genau. Die Schriftgröße hat sich angepasst und außerdem ist die Navigationsbar etwas anders. Man hat hier jetzt ein Menü. Und hier kann man jetzt entscheiden, ob man ein Helfer ist oder von einer Organisation. So, und dazu sagt jetzt eben noch einmal der Timon etwas. Ja, also wie gerade eben schon gesagt, wir können jetzt erstmal sagen, ob wir ein Helfer oder eine Organisation sind. Ich bin jetzt ein Helfer, ich habe Sachen, die ich nicht benötige, dann klicke ich auf Helfer. Jetzt hoffe ich, dass es mit dem Internet hinkommt, weil er jetzt guckt, bei welcher Position ich mich befinde und guckt, welche Organisationen in der Nähe sind. Gleich zeigt, wie lange der Anfahrtsweg ist und also der Autoanfahrtsweg ist und die Strecke zu der genannten Organisation ist. Dann kann ich mir eine aussuchen. Mir gefällt jetzt die erste Organisation ganz gut. Dann klicke ich da drauf und dann werde ich auf eine Seite umgeleitet, die zeigt, die Adresse, Informationen über die Organisation zeigt, erstmal zum Beispiel die Adresse, den Ansprechpartner oder auch eine Telefonnummer. Und dann kann man auch gleich eine Route starten, wenn man was vorbeibringen möchte. Und hier unten ist halt eine Tabelle, die von der Organisation ausgefüllt wurde, was für Sachen gerade noch benötigt werden. Und der Helfer kann dann halt eben sehen, ob er davon irgendwas noch zu Hause rumliegen hat und das vorbeibringen kann oder auch verschicken kann. Und wenn man jetzt eine Organisation ist, dann kann man hierauf klicken
und seine Daten halt eintragen, ja, was man halt benötigt, und dann wird das eingetragen und der Helfer kann Sachen verschicken. Danke. Wunderbar. Man kann also, ich muss jetzt gerade noch an das Remap-Projekt auch denken, man kann wirklich die eigene Wohnung, glaube ich, langsam leer kriegen und sogar noch was Gutes tun. Vielen Dank, Helping Box.